Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique, heute ist Montag, was bedeutet, es ist Murder Mystery und Make-up Montag. Falls du neu hier bist, jeden Montag übersetze und ergänze ich ein Video der fabelhaften Belisarian und versuche ihren Look nachzuschminken. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Donnerstags dann mit einer selbst recherchierten Geschichte. Das Originalvideo Baileys Kanal und ihr Instagram sind unten in der Videobeschreibung hinterlegt, sowie alle zusätzlichen Quellen, die ich hierzu durchgearbeitet habe. Das Make-up, was ich für diesen Look verwende, schreibe ich immer hier in klein hin. Ihr findet es aber auch in Bildform auf meinem Instagram-Account. Ja, und ich bin wieder pinkhaarig. Also im kleinen Monitor sieht es tatsächlich leicht lila-stichig aus, im Spiegel nicht so doll. Ich hatte eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram, ob ich wieder zurück zu pink soll. Ihr habt mit Ja abgestimmt, es war 77 zu 23. Ja, also die, die mitgemacht haben, haben abgestimmt. Für die, denen es nicht gefällt, das wäscht sich wieder raus. Okay, letzten Donnerstag haben wir über Raven und Janet gesprochen. Und ich liebe eure Kommentare. Nach wie vor denke ich, er war's. Aber ich weiß es nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich im Video vergessen zu erwähnen. Die Beweise waren nicht so eindeutig. Es waren, wenn, Indizien oder so ein Bauchgefühl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich angeklagt wäre, unschuldig, mit solcher Beweislage, und ich würde zu auch nur 8 Jahren verurteilt werden, mit diesen Beweisen, aber ich wäre unschuldig, dann wäre ich ganz schön sauer. Das wollte ich nur einmal nochmal sagen, denn mir geht es so wie den meisten von euch. Ich glaube, er hat Janet und sein ungeborenes Kind ermordet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Vanessa die Nächste geworden wäre. Aber ich weiß es nicht. Das wollte ich nur sagen. Aber vielen Dank für eure Kommentare. Ich liebe sie. Heute gibt es wieder eine Warnung. Und ich weiß gar nicht, wie ich diese Warnung gestalten soll. Denn die Opfer gehen von hier bis hier. Also eine Spanne von Alter, was man sich nicht vorstellen kann. 9 bis 92. Also ganz furchtbar, und es geht um Missbrauch, Vergewaltigung, Gewalttaten, Raub, Mord und ganz schön viel verstörender Shit. Also bitte fühlt euch gewarnt, und ich kann jeden verstehen, der entweder vorher abschaltet oder zwischendrin. Ich hoffe, ihr steht das alles mit mir gemeinsam durch, aber wenn nicht, kann ich total verstehen. Denn heute reden wir über Richard Ramirez, dem Nightstalker. Diese Geschichte wurde schon so oft erzählt und manche von euch haben sie sich trotzdem gewünscht, dass ich sie einmal erzähle. Ich wusste, dass Bailey diesen Fall schon behandelt hatte und dass ich dazu dann noch nachrecherchieren werde. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wenn das schon so viele gemacht haben, was kann ich noch dazu beitragen? Viel Arbeit, und ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Dann geht's jetzt los. Richard Ramirez wurde am 29. Februar 1960 in El Paso, Texas geboren. Er war der jüngste von 5 Kindern. Er hatte noch 3 ältere Brüder und eine ältere Schwester. Sein Vater Julian war ehemaliger Polizeibeamter in Juarez in Mexiko. Doch er beschloss, Mexiko zu verlassen und in Santa Fe für die Eisenbahn zu arbeiten. Also zogen sie nach Texas. Aber das funktionierte nur, weil sie waren ja Mexikaner und die USA. Das funktionierte also nur, weil Mercedes, die Frau von Julian, Richards Mutter, in Colorado geboren war. Richards Vater war ein sehr hart arbeitender Mann. Er war sehr bemüht darum, sich um seine Familie zu kümmern, was Eltern halt so tun. Aber er war auch ein sehr aufbrausender Mann und neigte leider sehr zu Wutausbrüchen. Zuerst nur sich selbst gegenüber. Einmal schlug er sich mit einem Hammer auf den Kopf, weil er es nicht schaffte, das neue Waschbecken mit der Spüle zu verbinden. Dann nahm er sich den Hammer und schlug sich auf den Kopf. Oder er schmetterte seinen Kopf immer und immer wieder gegen die Wand. Und als die Geschwister von Richard, also die Brüder von Richard, älter wurden, schlug er auch sie. Und ich glaube, dann auch Richard. Jemanden zu Hause zu haben, der so schnell wütend ist, wo man immer auf Zehenspitzen läuft und die Schultern hochzieht und den Kopf einzieht, das ist kein gutes Umfeld für ein Kind. Für niemanden. Im Alter von 2 Jahren zog Richard sich dann eine schwere Kopfverletzung zu, als ihm eine Kommode auf den Kopf fiel. Er musste mit 30 Stichen genäht werden. Im Alter von 5 Jahren wiederholte sich diese Kopfverletzung, als er auf dem Spielplatz von einer Schaukel getroffen wurde. Richard sagte, dass er seitdem unter Anfällen litt. Diese hörten aber wohl in der späten Jugend auf, also kurz bevor er erwachsen wurde. Randnotiz: Wenn ihr bei diesen Fällen und besonders bei den Hintergrundgeschichten von diesen Tätern
ziemlich gut aufgepasst habt, dann ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass viele davon eine sehr furchtbare Kindheit hatten. Viele lebten in einem sehr toxischen Haushalt. Doch was auch recht häufig vorkommt, sind Kopfverletzungen in der Kindheit. Letzten Montag Randy Kraft, ständig gestolpert und gestürzt, unter anderem Kopfverletzung. Edmund Kemper III, Kopfverletzung. Ed Gein, Kopfverletzung. Gary Heidnik, auch Kopfverletzung. Und diese Liste geht weiter und weiter und weiter. Viele hatten Kopfverletzungen in der Kindheit. Und ich weiß nicht, ob man nicht grundlos sagt, bist du als Kind etwa vom Wickeltisch gefallen? Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt für euch auch so interessant war, aber ich wollte es euch halt erzählen. Na gut, und weil es bei Richard zu Hause so toxisch war, verbrachte er sehr viel Zeit bei seinem Cousin Miguel, den man auch Mike nannte, der in der Nachbarschaft wohnte. Und wundert euch bitte nicht, viele von den Namen, die heute vorkommen, haben amerikanische Namen, obwohl sie keine Amerikaner waren. Das wurde wohl sehr häufig zur Integration gemacht, dass sie sich einfach einen leichter auszusprechenden Namen angeeignet haben. Es war eine andere Zeit. Finde ich immer sehr schade. Ich habe versucht, die originalen Namen rauszufinden und werde diese benutzen und dann halt den Spitznamen. Also Miguel wurde Mike genannt, ich bleibe aber bei Miguel. Miguel war um einiges älter als Richard. Er war US-Veteran und kämpfte im Vietnamkrieg. Diesem Typen ging es nicht besonders gut. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch mal mitbekommen habt, aber Soldaten, die in den Krieg ziehen, die werden immer gefeiert und bejubelt. Aber wenn sie dann zurückkommen, verletzt, ob jetzt körperlich oder mental, dann kriegen die nicht mehr so richtig die Hilfe. Also es ist niemand da, der sich wirklich um sie kümmert. Und besonders nicht um ihre mentalen Probleme. Und ich meine, die müssen ja echt viel Shit in so einem Krieg sehen. Und das müssen die teilweise ganz alleine verknusen. Es gibt zwar Hilfsangebote, aber ich glaube, die Plätze sind so gering, dass es alles nicht reicht. Und dieser Typ, der war wirklich völlig fertig. Aber Richard ging gerne zu Miguel. Er fand ihn nämlich richtig cool. Und er war schwer beeindruckt von seinem Cousin, der aus dem Krieg wiederkam. Und dieser Miguel erzählte Richard alles, was er im Krieg so mitbekommen hatte oder selbst angestellt hat. Er erzählte ihm unter anderem auch von brutalen Vergewaltigungen, an denen er, also Miguel, selbst beteiligt war. Miguel hatte und zeigte Richard auch Fotos, die er neben Menschen gemacht hatte, denen er vorher den Kopf abgetrennt hatte. Oder von Frauen, die er eben vergewaltigt hatte. Er zeigte ihm auch ein Foto von seinen Schrumpfköpfen, die er gesammelt hatte. Und sagte ihm, ja, die benutze ich als Kopfkissen. Also dieser Typ war eine richtig abgewanze. Miguel wusste, dass Vietnamesen einen Aberglauben hatten. Wahrscheinlich einige, aber um diesen einen geht's jetzt. Und zwar dachten sie, dass wenn sie mit einem nicht vollständigen Körper, also wenn ihnen zum Beispiel Gliedmaßen fehlen, wenn sie sterben, dass sie dann nicht in den Himmel kommen. Und Miguel geilte sich richtig daran auf, die Gefangenen zu verstümmeln. Er zeigte dem kleinen Richard die Bilder und erzählte ihm ganz stolz die Geschichten, was er da alles angestellt hatte. Und Richard hielt ihn wohl für cool, weil er zu diesem Zeitpunkt ein dummes, kleines, beeinflussbares Kind war, der es wahrscheinlich einfach nicht besser wusste, dass das überhaupt nicht cool und einfach nur furchtbar schrecklich ist. Er war circa 10 Jahre alt. Vielleicht wusste er es doch und war schon völlig fertig. Das kann sein. Miguel beschloss, Richard alles beizubringen, was er während seiner Zeit im Krieg gelernt hatte. Ein Dschungel-Überlebenstraining. Aber nicht nur, wie er überlebt, sondern inklusive Töten und wie man Menschen entführt. Ich weiß, furchtbares Vorbild, schlechter Mentor, der schlechteste Mentor, den man sich für sein Kind vorstellen könnte. Am 4. Mai 1973, also mit 13 Jahren, war Richard wieder bei Miguel zu Hause. Miguel und seine Frau gerieten in einen Streit. Die beiden hatten übrigens 2 Kinder. Und dieser Streit kochte richtig hoch. Und das trieb Miguel über die Kante. Er zog seine Waffe und schoss seiner eigenen Frau mitten ins Gesicht, während Richard anwesend war. Er war Zeuge. Miguel wurde verhaftet und angeklagt, wurde aber wegen Unzurechnungsfähigkeit zu nur 4 Jahren in einer Klinik für geistige Gesundheit eingewiesen. Und da sein cooler Cousin nun nicht mehr da war, entschied sich Richard dazu, zu seiner Schwester zu ziehen und zu seinem Schwager. Er wollte auf gar keinen Fall nach Hause, überall war es besser als zu Hause. Moment. Also, überall war es besser als zu Hause, er wollte zu seiner Schwester ziehen und er hatte sogar lieber manche Nächte auf dem Friedhof verbracht, als nach Hause zu gehen. Also er hat dann lieber auf dem Friedhof geschlafen, als zu Hause.
Ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wie es für ihn wohl zu Hause war. Sein Schwager Roberto. Und ich glaube, die ganze Familie und sogar der angeheiratete Teil ist nicht ganz dicht. Denn Roberto war ein Spanner. Und auch er dachte sich, dass es voll gut wäre, wenn er diesen kleinen Jungen mit auf seine Spannertouren nahm und ihn in seine Leidenschaft einweihte. Er nahm also Richard an die Hand mit auf seine nächtlichen Spannertouren. Sie schlichen sich zu Fenstern von attraktiven Frauen, beobachteten sie unbekleidet auf dem Weg ins Badezimmer, im Badezimmer oder einfach nur so. So gruselig. Was Richard wahrscheinlich nicht bemerkte, war, dass er von einem schlechten Ort zu dem nächsten zog. Zu Hause die Gewalt bei seinem ach so coolen Cousin, die mit Fotos untermalten Geschichten über Vergewaltigung und Mord und nun bei seinem Schwager, dem Spanner. Ich befürchte, dass Richard nie gelernt hat, wie man sich normal verhält, was ein normales Leben ist, wie man sich benimmt und was normale Hobbys sind. Hier Fußball spielen, aber Spanner doch nicht in die Fenster. Das ist alles so ein kranker Haufen Dreck. Als Teenager fing Richard dann an, seine Sexualität mit Gewalt zu vermischen. Wen wundert's? Wen wundert's? Während seiner Schulzeit arbeitete Richard in einem Hotel, in einem Holiday Inn. Ich musste auch erstmal gucken, ob es diese Kette, diese Hotelkette überhaupt noch gibt, weil die ist ja schon ewig im Betrieb. Aber ja, selbst wir in Hamburg haben viel davon. Also, bei denen läuft's. Richard benutzte seinen Job für seine Abenteuer. Mit seiner Schlüsselkarte verschaffte er sich Zutritt zu den Zimmern von den Hotelgästen, wenn diese nicht da waren, und raubte sie aus. Eines Nachts verschaffte er sich Zutritt zu einem Zimmer von einem Pärchen. Der Mann war nicht im Zimmer, ich weiß nicht, wo er war, vielleicht noch an der Hotelbar, aber die Frau war ganz alleine in dem Zimmer. Und Richard verschaffte sich Zutritt zu dem Zimmer und er versuchte, diese Frau zu vergewaltigen. Doch bevor er dazu kommen konnte, kam der Mann zurück ins Zimmer und konnte ihn überwältigen. Er konnte also die Attacke beenden, ihn niederringen und die Polizei alarmieren. Richard wurde angeklagt, aber die Klage wurde fallen gelassen, denn dieses Pärchen war nur im Urlaub da und sie wollten wohl nicht für den Prozess immer und immer wieder dahin kommen. Also wurde er dafür nicht zur Verantwortung gezogen. Aber immerhin verlor Richard seinen Job in diesem Hotel. Aber warum haben solche Typen immer anfangs so viel Glück und werden nicht entdeckt oder es wird fallen gelassen? Richard schmiss in der 9. Klasse die Schule und es ist nicht so ganz klar, was er danach machte. Also nach der 9. Klasse bis zu seinem 22. Lebensjahr. Also ich will euch da jetzt keine Märchen erzählen. Also ich weiß nicht, was er in dieser Zeit gemacht hat. Aber im Alter von 22 Jahren beschloss Richard, von Texas nach Kalifornien zu ziehen und erstmal zog er nach San Francisco. Und nun geht die große Kacke erst richtig los. Es gibt mehr Opfer, als ich aufzählen werde, aber es sind halt auch echt viele. Am 10. April 1984 ermordete Richard die erst 9-jährige Mai Loing im Keller von einem kleinen Hotel. Traurigerweise vergewaltigte und verprügelte er Mai, bevor er sie umbrachte. Das ist Richards erster Mord, den man ihm nachweisen konnte. Aber vielleicht gab es auch vorher schon welche. Dieser vermeintlich erste Mord ist so skrupellos und so brutal, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es wirklich sein erstes Opfer war. Eine 9-Jährige zu vergewaltigen, zu verprügeln und zu ermorden. Doch sie konnten ihm diesen Mord lange nicht nachweisen oder auch nur in Verbindung mit ihm bringen. Dieser Mord an der kleinen Mai, der blieb sehr lange unaufgeklärt. Erst im Jahr 2009 konnten sie durch eine DNA-Probe, also über eine DNA-Übereinstimmung, diesen Fall mit ihm in Verbindung bringen. Kurz nach diesem Mord ging er dann nach Los Angeles. Am 28. Juni 1984, also circa 2 Monate nach dem Mord an der kleinen Mai, wurde die 79-jährige Jenny Winko brutal ermordet in ihrer eigenen Wohnung aufgefunden. Richard war durch ein nicht abgesperrtes Fenster in ihre Wohnung eingebrochen und wollte sie eigentlich ausrauben. Aber da sie angeblich nicht genug Wertsachen im Haus hatte, wurde er wütend. Jenny lag schlafend in ihrem Bett, als Richard auf sie sprang und ihr so tief die Kehle durchschnitt, dass er ihr fast den Kopf abtrennte. Danach missbrauchte er sie und stach mehrere Male auf sie ein. Er hinterließ wohl am Fenster eine Spur, doch die Polizei konnte diese Spur nicht zuordnen und sie hatten auch keinen Verdächtigen. Am 17. Mai 1985, also ein knappes Jahr später, attackierte Richard die 22-jährige Maria Hernandez. Maria kam gerade von der Arbeit und fuhr mit ihrem Auto in die Garage, als Richard ihr aufs Autodach schlug und
Sie erschreckte sich und drehte sich zum Fenster, sah da aber nur in den Lauf einer Waffe. Und vor Schreck hob sie die Hände vors Gesicht, um sich zu schützen. Und wie durch ein Wunder wurde die Patrone durch das Glas und die Schlüssel, die sie in der Hand hielt, abgelenkt. Sie überlebte, aber sie bewegte sich erstmal nicht. Richard dachte wohl, dass er sie erschossen hätte und dass sie tot ist. Also verschaffte er sich Zutritt zu ihrem Haus. Im Haus war leider ihre 34-jährige Mitbewohnerin, Dale Ukazaki. Und dieser hatte den Schuss gehört und versteckte sich hinter dem Küchentresen. Aber als sie nachsehen wollte, was denn da los war, hob sie halt so den Kopf über den Tresen und in dem Moment sah Richard sie. Und Richard schoss ihr einfach ins Gesicht. Dale starb. Richard war aber noch nicht fertig, denn er war ja aus einem bestimmten Grund in diesem Haus. Er war auf der Suche nach Wertsachen. Und Maria draußen, die traute sich langsam nachzusehen oder ins Haus zu gehen. Sie hatte gedacht, dass Richard vielleicht schon wieder weg ist. Es war eine gewisse Zeit vergangen. Und sie bewegte oder taumelte zur Haustür. Und gerade als sie an der Haustür stand, öffnete Richard die Tür. Er hob wieder seine Waffe und richtete sie auf Maria und sie ließ sich einfach auf die Knie fallen und bat ihn, sie bitte nicht noch einmal zu erschießen. Und wie durch ein Wunder senkte er die Waffe und ging einfach weg. Er verschonte Maria. Er hat sie nicht nochmal erschossen. Maria konnte so der Polizei eine ziemlich gute Beschreibung von Richard geben. Noch in der gleichen Stunde traf Richard auf eine nächste Frau, Cailian Veronica Lou. Sie saß in ihrem Auto und Richard wollte wohl eigentlich ihr Auto stehlen. Er zog sie aus ihrem Auto und schoss zweimal auf sie. Und dann rannte er weg. Also eigentlich wollte er ihr Auto klauen, aber lief dann zu Fuß weg. Vielleicht hat er zwischen den zwei Schüssen schon wieder vergessen, was er eigentlich wollte und warum er diesen Menschen umgebracht hat. Ich kann es mir nicht erklären. Durch diese drei Angriffe an einem Tag mit zwei Mordopfern und einem versuchten Mordopfer, Maria, wurde die Presse natürlich hellhörig und die Bevölkerung geriet in Panik. Richard wurde als Mann mit langen Locken, wulstigen Augen und schlechten Zähnen beschrieben. Die Presse nannte ihn den Walk-in-Killer, den Come-in-Killer und den Valley-Einbrecher. Dann brach er in ein weiteres Haus ein und dort fand er die 9-jährige Anastasia Jonas schlafend vor. Er weckte sie und für sie sah er aus wie jemand aus ihrer Verwandtschaft. Er kam ihr irgendwie bekannt vor. Sie war total verschlafen und er sagte, komm mit und sie ging mit. Schon im Auto zwang er sie dazu, ihn anzufassen und ihn anzusehen. Bei seiner Wohnung angekommen, zwang er sie in eine Sporttasche und trug sie da drin in seine Wohnung. In seiner schäbigen und dreckigen Wohnung verging er sich mehrfach an dem kleinen Mädchen. Sie sagte zu ihm, hören Sie bitte auf, Sie tun mir weh, bitte lassen Sie mich los, ich will nach Hause. Aber er ließ sie nicht und er reagierte darauf auch gar nicht. Und irgendwann sagte sie, dass sie auf Klo musste. Und da trug er sie dann zum Waschbecken, dass sie da reinpieseln konnte. Und sie genoss diese Ruhe, dass er endlich aufgehört hatte, ihr weh zu tun. Aber danach ging es immer weiter und sie sagte immer öfter, ich muss auf Klo. Und jedes Mal trug er sie zum Waschbecken, damit sie pieseln konnte, obwohl sie gar nicht pieseln musste. Und sie sagte, er hat das ja gemerkt oder er hat ja mitbekommen, dass ich gar nicht Pipi machen musste. Aber er hat mich jedes Mal in Ruhe gelassen und aufs Waschbecken gesetzt, damit sie eine Pause hat. Und sie hatte das Gefühl, dass seine Augen zu ihr sagten, es tut mir leid, dass ich dir das antun muss. Aber ich werde damit nicht aufhören. Und dann fuhr er mit ihr zu, ich glaube, einer Tankstelle und schickte sie zu einer Telefonzelle oder in die Tankstelle, dass sie jetzt die Polizei anrufen soll, damit sie abgeholt werden kann. Und dann haute er ab. Am 27. März 1985, wir bleiben im Jahr 1985, brach er in ein Haus in Whittier ein. Er war dort schon mal eingebrochen und kehrte jetzt zurück. Und das ist so furchtbar, wenn bei dir schon mal eingebrochen wurde. Und dieser Einbrecher kehrt dann wie selbstverständlich zu deinem Haus zurück. Horror. Als er einbrach, war es so gegen 2 Uhr morgens und er sah im Inneren, im Schlafzimmer, den 66-jährigen Vincent Cetsera schlafend und neben ihm schlief seine 44-jährige Frau Maxine. Richard schoss Vincent in den Kopf und das weckte natürlich Maxine auf. Er sprang also auf Maxine, band ihr mit irgendeinem Band die Hände zusammen und zwang sie dazu, ihm zu verraten, wo sie die Wertgegenstände und den Schmuck versteckt hatte oder auch das Geld. Und Maxine, panisch vor Angst, sagte ihm natürlich, wo er den Schmuck finden würde. Du kannst alles nehmen,
Nimm dir, was du willst. Er sprang von ihr runter und durchwühlte das Haus. Derweilen konnte sich Maxine von ihren Fesseln befreien und sie wusste, dass sie unter dem Bett eine Waffe hatte. Sie versuchte also, so ruhig wie möglich zu sein, damit Richard nicht bemerkt, dass sie sich befreien konnte. Sie krabbelte unter das Bett, griff zur Waffe und in diesem Moment kam Richard ins Zimmer. Sie drehte sich blitzschnell um, richtete die Waffe auf ihn, drückte ab und ping. Diese verdammte Waffe war nicht geladen. Verdammte Scheiße. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie sie sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Du bist bereit, den Einbrecher, den Mörder deines Mannes, zu erschießen und dann ist die Waffe nicht geladen. Und das machte Richard natürlich sauer, dass Maxine bereit war, sich zu verteidigen und den Mörder ihres Mannes zu erschießen. Natürlich machte ihn das wütend. Also hob er seine Waffe und schoss dreimal auf sie. Dann ging er in die Küche, holte ein Messer und höhlte ihre Augen aus. Also er entnahm ihr die Augäpfel. Ihre Augen steckte er dann in ihr Schmuckkästchen und nahm es mit. Gruselig. Richard hinterließ beim Verlassen des Tatorts seinen Schuhabdruck im Blumenbeet vor dem Haus. Die Polizei machte von seinem Schuhabdruck im Blumenbeet ein Foto, aber sie gossen auch so eine Form daraus, damit sie das negativ hatten, das weiß ich nicht. Sie archivierten es auf jeden Fall. Außerdem fanden sie auch Patronen am Tatort, die mit Patronen von einem anderen Tatort übereinstimmten. Nun war der Polizei klar, dass sie es mit einem Serientäter zu tun hatten. Am 14. Mai 1985 verschaffte er sich den Zutritt zu dem Haus von dem 65-jährigen William Marcato Bill Doyle und seiner 56-jährigen körperlich beeinträchtigten Ehefrau Lillian. Bill kümmerte sich um seine Frau, also er pflegte sie. Bill war in seinem Schlafzimmer, hatte aber noch nicht geschlafen und als Richard zu ihm kam, gab es natürlich eine Auseinandersetzung. Und Bill hatte auch eine Waffe und er wollte sie suchen, er wollte nach ihr greifen. Doch Richard war schneller und schoss Bill ins Gesicht. Danach machte er sich in dem Haus auf die Suche nach Wertgegenständen, die er versetzen könnte und stieß dann auf Lillians Zimmer. Er fesselte sie, er vergewaltigte sie und durchsuchte dann weiter das Haus nach Wertgegenständen. Bill verstarb im Krankenhaus. Lillian hat diesen Angriff überlebt. Sie starb im Jahr 1991. Am 29. Mai stahl Richard einen Mercedes und fuhr damit zu dem Haus der 83-jährigen Mabel und ihrer 81-jährigen Schwester Florence. Diese lebten zusammen, also sie hatten wahrscheinlich beide ihre Männer überlebt und sind dann zusammengezogen. Cute. Das finde ich süß. Richard brach in ihr Haus ein, ging direkt in die Küche und fand in der Küche einen Hammer. Danach ging er zuerst in das Zimmer von Florence und erschlug sie mit diesem Hammer. Dann ging er zu Mabel, fesselte ihre Handgelenke, schlug auf sie ein, nahm irgendwoher ein Elektrokabel, vielleicht aus einer Lampe, und dann verpasste er damit beiden Frauen Stromstöße. Dann vergewaltigte er Florence. Er schnappte sich dann noch einen herumliegenden Lippenstift und malte damit ein Pentagramm auf ihren Schenkel und auch an eine oder mehrere Wände. Auch ohne Pentagramm hätten wir gemerkt, dass er das pure Böse ist. Am 5. Juli 1985 stieg Richard wieder in ein Haus ein. Er verschaffte sich Zutritt durch das unabgeschlossene Schlafzimmerfenster von Whitney Bennett. Er schlug ihr mehrfach mit seiner Waffe auf den Kopf. Dann ging er in die Küche, um ein Messer zu holen, aber er konnte irgendwie keins finden. Dann ging er zurück zu ihr und wollte sie wohl mit dem Telefonkabel erwürgen. Doch als Funken aus dem Kabel schossen, sah er das als eine übernatürliche Warnung und ließ von ihr ab. Schwer verletzt konnte sie ihre Eltern alarmieren. Am 7. Juli brach Richard in das Haus der 61-jährigen Joyce Nelson ein. Diese war auf ihrer Couch eingeschlafen. Dort prügelte er sie zu Tode und trat ihr auch noch ins Gesicht, was einen einwandfreien und wiederverwertbaren Schuhabdruck hinterließ. Nach dieser Attacke hatte Richard wohl das Gefühl, dass er besseres Werkzeug bräuchte für seine Arbeit, als wäre er nicht schon gefährlich genug. Nun, er kaufte eine Machete. Ich habe noch nie gehört, dass jemand in einer Stadt eine Machete bräuchte. Warum kann man in einer Stadt überhaupt eine Machete kaufen? Es sind, glaube ich, noch nie gute Sachen passiert mit einer Machete. Im Dschungel? Okay. In der Stadt? Er klaute auch immer Autos, wischte sie sauber, also seine Fingerabdrücke, weg, stellte sie ab und klaute ein neues. Es war ein ewiger Kreislauf.
dann am 20. Juli vorher zu der 66-jährigen Layla und ihrem 68-jährigen Ehemann Max, stürmte in ihr Schlafzimmer, während sie schliefen, und ermordete beide mit dieser Machete. Und nur um auf Nummer sicher zu gehen, schoss er ihnen in den Kopf. Dann durchwühlte er natürlich noch ihr Haus nach Wertgegenständen und haute ab. In der gleichen Nacht gegen 4 Uhr brach er wieder in ein Haus ein. Wieder ein Ehepaar. Die Familie Covenants. Tut mir leid. Welche in ihren Betten lagen und schliefen. Richard erschoss den Ehemann und vergewaltigte neben dem ermordeten Ehemann die Frau. Das Ehepaar hatte 2 Kinder, einen 8-jährigen Jungen und eine 2,5-jährige Tochter. Der 8-jährige ist durch diese ganzen Geräusche aufgewacht und er tüdelte sich so aus seinem Bettchen raus und ging ins Schlafzimmer seiner Eltern. Und Richard bemerkte ihn natürlich sofort. Er fesselte ihn und zwang ihn dann, mit ihm durchs Haus zu gehen und ihm zu zeigen, wo die ganzen Wertsachen waren. Und währenddessen musste der Kleine ihm versprechen, bei Satan, dass er ihm nichts verheimlichen würde, also kein Versteck, kein Reichtum, kein Geld vor ihm verstecken würde. Schwör auf Satan. Danach ließ er den Jungen und die Frau gefesselt im Haus zurück. Der Junge konnte sich befreien und er lief zu den Nachbarn, um Hilfe zu holen. Die 2,5-jährige Tochter, die verschlief alles, hat überhaupt nichts davon mitbekommen und die Mama überlebte das. Am 8. August stahl er dann wieder ein Auto und brach in das Haus der 31-jährigen Sakina und ihrem 31-jährigen Ehemann Elias ein. Es war so gegen 2.30 Uhr, er ging wieder ins Schlafzimmer, erschoss Elias, fesselte Sakina und zwang sie dazu, ihm zu verraten, wo sie ihre Wertgegenstände hatten. Und auch sie sollte auf Satan schwören und diesmal sollte sie schwören, dass sie nicht schreien würde während des Angriffs. Er nahm alle Wertsachen mit, die er finden konnte und haute ab. Elias hat den Angriff nicht überlebt. Die Polizei konnte alle Tatorte mit einem Täter verknüpfen. Sie hatten aber keinen Verdächtigen. Und bis jetzt hatten sie auch noch nicht die Presse darüber informiert, dass es nicht Einzelfälle waren, sondern es sich dabei um einen Serientäter handelte. Ein Serientäter, der schon sehr viele Opfer hatte. Einerseits wollten sie ihm nicht so viel Aufmerksamkeit geben, aber sie wollten auch die Einwohner nicht in Panik versetzen. Das war noch nie ein guter Plan, es zu verschweigen. Und die Presse, die sah das auch anders. Und dann zählten sie eins und eins zusammen und sie gaben eine Pressekonferenz. In dieser Pressekonferenz wurde der Name The Night Stalker geboren. In dieser Konferenz sagten sie den Einwohnern, dass sie ihre Türen und ihre Fenster geschlossen halten sollten, dass sie das bitte abschließen möchten. Denn da läuft jemand draußen rum und es könnte alle von euch treffen. Sie verbreiteten mit dieser Pressekonferenz natürlich eine berechtigte Angst. Richard war so gefährlich und er tötete so wahllos. Einige Leute waren nach dieser Pressekonferenz natürlich ziemlich angepisst. Die einen, die sauer darüber waren, dass man sie nicht vorher informiert hatte, und zum anderen aber auch die Polizei. Denn sie wussten, dass Richard wahrscheinlich diese Pressekonferenz auch sehen würde. Und sie hatten Angst, dass er entweder abhauen würde oder alle Beweise, die ihn mit diesen Morden in Verbindung bringen konnten oder mit den Übergriffen auch, dass er die entsorgen würde. Die Polizei war also ziemlich angepisst und sie hatten auch recht. Richard sah diese Pressekonferenz und er wusste, dass sie es jetzt auf ihn abgesehen hatten, dass sie ihm auf der Spur waren. Sie wussten zwar noch nicht, wer es war, aber sie kam ihm immer näher. Und da man auch bei der Pressekonferenz über seine Sneakerabdrücke, also seine Schuhabdrücke am Tatort gesprochen hatte, also man hatte mittlerweile herausgefunden, was für eine Schuhmarke und welche Größe, und das wurde halt alles mit der Öffentlichkeit geteilt. Er nahm also seine Sneaker, fuhr nach San Francisco, ging auf die Golden Gate Bridge und schmiss die Schuhe ins Wasser. In San Francisco blieb er nur für ein paar Tage und kehrte dann nach Los Angeles zurück. Keine Ahnung, warum er zurückkehrte. Schlau war das nicht. Man suchte nach ihm und vielleicht hätte man ihn nicht gefunden, wenn er abgehauen wäre. Also gut für die Gerechtigkeit, denn so konnte man ihn finden, aber es war halt nicht schlau. Aber vielleicht dachte er auch, gut, ich habe die Schuhe jetzt entsorgt, dann kann mir ja keiner mehr was nachweisen. Vielleicht dachte er das. Wieder zurück in L.A. Am 24. August hatte er wieder das Bedürfnis, bei jemandem einzubrechen. Er fuhr etwas aus L.A. heraus und trieb sich so vor einem Haus rum und schaute von außen in das Haus rein. In dem Haus war der 13-jährige James. James war noch wach und er hörte vor dem Fenster draußen Fußschritte. Zu diesem Zeitpunkt hatte jeder schon von dem Night Stalker gehört. Und
Alle waren in Alarmbereitschaft und auf der Hut. Und auch James dachte sich bei den Schritten, die er hörte, das ist der Night Stalker. Er rannte hoch zu seinen Eltern, weckte sie und sagte ihnen Bescheid. Und sie machten alle Lichter an und machten so viel Lärm wie möglich, dass er halt merkte, sie sind wach, sie sind da, komm hier nicht rein. Tatsächlich erschreckte das Richard. Er sprang wieder ins Auto und fuhr weg. James rannte aus dem Haus, dem Auto hinterher, bewaffnet mit einem kleinen Notizblock, und er schrieb sich alles auf, was er konnte. Also was für eine Automarke, was für ein Modell, was für eine Farbe das Auto hatte und Teile vom Kennzeichen. Sie riefen sofort die Polizei an und gaben diese Information weiter. Das Auto fanden sie am 28. August, also 4 Tage später. Aber in dem Auto konnten sie einen Fingerabdruck von ihm sicherstellen. Richard war eigentlich sehr gut darin, seine Spuren zu verwischen und auch seine Fingerabdrücke abzuwischen. Aber einen Fingerabdruck am Rückspiegel hatte er übersehen. Die Polizei war darüber natürlich sehr glücklich. Und sie fanden sogar eine übereinstimmende Probe zu diesem Fingerabdruck. Jetzt hatten sie endlich einen Namen für das Monster. Den Serienmörder, der so viel Unheil anrichtete. Der Fingerabdruck führte sie zu Richard Ramirez, einem erst 25-jährigen Herumtreiber aus Texas. Richard hatte ein langes Strafregister. Er hatte viele Einträge für Fehlverhalten im Straßenverkehr, aber auch Drogenkonsum. Drogen waren der Grund für seine hübschen Beißerchen. Willst du keine ranzigen Beißerchen? Na, dann nimm keine Drogen. Ganz einfach. Bildungsauftrag erfüllt. Nun entschieden sich die Beamten dazu, das Bild, was sie von ihm hatten, zu veröffentlichen über die Presse und ihre Worte direkt an ihn zu richten. Wir wissen, wer du bist, und alle anderen werden es jetzt auch erfahren. Es wird kein Ort geben, an dem du dich vor uns verstecken kannst. Das ist schon eine gewagte Ansage von der Polizei. Er hätte sich ja auch herausgefordert fühlen können und sagen können, ach, wirklich? Na, dann schaut mal genau hin. Aber jeder wusste jetzt, wie er aussah, und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Dann am 30. August wollte Richard mit einem Bus nach Tucson fahren. Tucson in Arizona, da wohnte nämlich einer seiner Brüder. Er wollte sich vielleicht dort verstecken. Und ich weiß nicht, inwieweit sein Bruder zu diesem Zeitpunkt über die Taten von Richard informiert war. Die Presse, die Zeitung, aber auch im Fernsehen, die berichteten rauf und runter in Kalifornien. Ob das in Arizona genauso war, das weiß ich nicht. Doch Richard traf sich nicht mit seinem Bruder. Er fuhr zwar nach Tucson, stieg dann aber direkt in den nächsten Bus nach Los Angeles und fuhr wieder zurück. Vielleicht wollte er seinen Bruder nicht in seine Aktivitäten mit hineinziehen. Vielleicht hatte ihm aber auch einfach nur Satan gesagt, dass er umkehren sollte. Bei ihm war ja einiges nicht mehr so saftig im Oberstübchen. Am 31. August stieg Richard dann aus dem Bus in Los Angeles. Also war wohl eine lange Tour. Er läuft so die Straße lang an einem Zeitungsstand vorbei, guckt hin und sieht, dass auf jedem Cover sein Foto ist. Und da bekam er die totale Panik. Er lief wahllos los, er kam auf eine Autobahn und versuchte, diese Autobahn zu überqueren. Er hielt dann aber ein Auto an und am Steuer saß eine Frau und er wollte ihr Auto klauen. Andere Leute, also andere Autofahrer, wurden langsamer, reduzierten das Tempo und bekamen das halt mit. Und einige stiegen aus und konnten Richard davon abhalten, das Auto zu stehlen. Richards Panik wurde größer. Was passiert hier? Es läuft gar nicht mehr so, wie er sich das immer vorgestellt hatte. Er hatte doch immer genau seinen Plan, wie das zu laufen hat. Und jetzt auf einmal läuft es so gar nicht mehr. Er haute wieder ab und kletterte über mehrere Zäune. Und er versuchte, 2 weitere Autos zu stehlen, aber er versuchte es halt nur und es klappte nicht. Und jetzt kommen wir endlich zum guten Teil. Er war nämlich in den östlichen Teil von L.A. geflüchtet, in der ganz falschen Nachbarschaft. Da hat er jetzt Pech gehabt. Und diesen Teil, den liebe ich an dieser Geschichte, der ist wirklich sehr schön. Dieser Vollidiot versuchte, ein weiteres Auto zu stehlen. Aber das funktionierte nicht. Und überall herum standen Nachbarn draußen, es waren auch eine Gruppe von Männern da, und die bekamen das natürlich alle mit. Und die Typen, die dachten sich, oh nein, nicht in unserer Straße. Und sie gingen auf Richard los. Einer schlug Richard mit einer Eisenstange über den Kopf, damit er halt nicht flüchten konnte. Und Richard war auch für einen Moment ausgenockt. Aber er versuchte natürlich, diesem wütenden Mob zu entkommen. Es kamen immer mehr Leute aus den Häusern auf die Straße und sie jagten ihn. Manche riefen, das ist er, das ist er, das ist der Mörder. Ein Mörder,
der Nightstalker, das alarmierte natürlich noch mehr Leute und dieser Mob, der jagte ihn die Straße runter. Und dann, ich glaube, an einer Kreuzung lief er dann auf ein Polizeiauto zu. Also Richard lief auf ein Polizeiauto zu, damit die Polizei ihn vor diesem Mob beschützen könnte. Finde nur ich das witzig? Versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin nicht dafür, Selbstjustiz zu üben und ich bin auch nicht dafür, jemanden zu verprügeln. Aber ich könnte mir diese Szene schon angucken. Und ich finde die Vorstellung halt auch, ja, wie er da so gejagt wird und dann weint, zur Polizei läuft und sagt, bitte rettet mich. Witzig. Gut, man hätte ihm jetzt vielleicht nicht die Brechstange über den Kopf ziehen müssen. Das nicht, aber so der wütende Mob hinter ihm her und er, Polizei, Polizei, rettet mich. Ja, Richard wurde verhaftet und seine Kopfverletzung wurde behandelt. Er wurde ins Gefängnis gesteckt und wartete dann auf seine Verhandlung. Bei der ersten Anhörung vor Gericht war natürlich auch die Presse vertreten und Richard hatte sich ein Pentagramm auf die Handinnenfläche gemalt. Also ich blende das Bild auch irgendwo ein und hielt die Hand so hoch, um es der Presse zu zeigen. Und dann rief er, Heil Satan! Er hatte wohl einige satanistische Zeichnungen auf seinem Körper. Dann am 3. August 88, also circa 3 Jahre später, meldeten sich Gefängniswärter, die Richard dabei belauscht hatten, wie er plante, den Staatsanwalt umzubringen. Sie hatten wohl auch den Plan gehört, wie er das machen wollte, wie er die Pistole in den Gerichtssaal schummeln wollte oder schmuggeln wollte, um dann den Staatsanwalt zu erschießen. Also installierten sie vor dem Gerichtssaal einen Metalldetektor. Am 14. August wurde die Verhandlung dann unterbrochen, weil eine der Geschworenen nicht auftauchte. Sie wurde später erschossen in ihrer Wohnung gefunden. Das jagte den restlichen Geschworenen natürlich eine Heidenangst ein. Du bist dazu gezwungen, diesen Geschworenendienst abzuleisten und jetzt kannst du dafür ermordet werden? Alle dachten, dass es Richard war, dass er jemanden beauftragt hat, das aus dem Gefängnis irgendwie organisiert hätte. Erst später kam heraus, dass Richard damit überhaupt nichts zu tun hatte. Der Freund von der Geschworenen hatte sie erschossen. Was geht eigentlich auf dieser Welt ab? Trennt euch doch einfach, meine Fresse. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich einfach widerlich finde. Ich weiß, diese ganze Geschichte ist beschissen. Aber ihr kennt ja schon meine Meinung. Also die Presse berichtete natürlich über diesen Fall und sie veröffentlichte auch immer wieder seine Fotos. Und viele dachten, dass er ein wirklich gut aussehender Kerl wäre. Richtig hot, ein richtig heißer Typ. Richard hatte Fans und bekam hunderte Briefe. Sie würden ihn lieben, wären Fans seiner Arbeit. Viele besuchten ihn auch im Gefängnis. Eine der Frauen war so sein größtes Fangirl und sie hieß Doreen Dumnus. Sie schrieb ihm gut 75 Briefe ins Gefängnis. Und die beiden verliebten sich ineinander. Ja, es wird hier eine Love Story. Während seiner Verhandlung liefen scharenweise Frauen in den Gerichtssaal, nur um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Es gibt Aufnahmen davon und da kriegst du echt das kalte Kotzen. Sie kreischten wie Fangirls auf einem Konzert. Ja, ich weiß, es ist eine Störung, aber was ist heute eigentlich keine Störung? Muss immer alles gleich eine Störung sein? Kann nicht einfach auch jemand einfach nur eine Macke haben? Muss es immer einen Fachbegriff geben für etwas, wofür man Verständnis zeigen sollte? Sorry, aber so einer. Vielleicht hatten die Frauen ja auch einfach nur eine Macke. Vielleicht. Viele von diesen Frauen glaubten natürlich, dass er unschuldig sei. Natürlich. So ein gut aussehender Mann, der kann doch kein Serienmörder sein. Er ist unschuldig, er hat es nicht getan, auch wenn alle Beweise in seine Richtung zeigen. Nun, diese Geschworene, die von ihrem Freund erschossen wurde, wurde durch eine neue Geschworene ersetzt. Ihr Name war Cindy und Cindy war ein Fangirl. Keine Ahnung, wie sie es in den Geschworenendienst geschafft hatte, aber nun war sie da. Cindy war verknallt, verliebt, besessen von Richard. Sie starrte Richard immer mit verliebten Augen an und versuchte so gut es ging, mit ihm zu flirten. Auch sie schrieb ihm natürlich kleine Briefchen ins Gefängnis mit kleinen Nachrichten und Liebesbekundungen. Ich lag heute auf meinem Bett und ich musste die ganze Zeit an dich denken. Und ihm gefiel das natürlich. Er dachte sich nämlich,
mit Cindy auf seiner Seite unter den Geschworenen, das könnte ja zu einem Fehlprozess führen, wenn sich nicht alle Geschworenen einig seien. Also flirtete er zurück mit ihr, um sie bei der Stange zu halten. Am 30. September 1989 wurde Richard dann in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. In 13 Fällen für Mord, 5-mal versuchter Mord, 11 Vergewaltigung und 14-mal Einbruch. Am 7. November wurde er dann zum Tode durch die Gaskammer verurteilt. Was sie da gar nicht mehr machen, also saß er weiter in der Todeszelle. Nun, und Richard war richtig enttäuscht von Cindy. Er hatte doch so viel Hoffnung in sie gesteckt. Und jetzt hatte sie ihn nicht davor bewahrt, zum Tode verurteilt zu werden? Cindy, ich bin enttäuscht. Sie gab später Interviews und sagte, er sei vor Gericht schlecht vertreten worden und er hätte die Todesstrafe nicht verdient. Ihr solltet euch auf jeden Fall mehr bedeuten als sowas. Ihr solltet bessere Standards haben, es ein bisschen anheben. Ihr verdient etwas Besseres als das, als diesen Richard oder Objekte seiner Art. Gut, dass wir mal darüber gesprochen haben, bin ich sehr glücklich drüber. Erinnert ihr euch noch an seine Freundin Doreen Dumnus? Also sie hieß nicht wirklich Dumnus. Ich bin nur heute besonders judgy. Also er hatte ja viele Freundinnen und viele Fangirls. Aber das mit Doreen, das war wohl was Ernstes. Denn Richard machte ihr einen Antrag und sie heirateten im Gefängnis San Quentin am 3. Oktober 1996. Doreen war streng katholisch. Ich weiß. Eigentlich hätte sie sich einen anständigeren Mann suchen müssen. Geht ja alles nicht so richtig konform da, aber okay. Jedenfalls war sie zum Zeitpunkt der Eheschließung Jungfrau. Und weil Ehepartnertreffen im Todestrakt nicht gestattet sind, also das läuft da nicht, blieb sie auch Jungfrau. Und sie verzichtete für Richard darauf, jemals Mutter zu werden. Doch schließlich verließ sie Richard, als sie erfuhr, dass er ein 9-jähriges Mädchen missbraucht und umgebracht hatte. Und erst das fand sie nicht so gut und verließ ihn. Denn dass er die kleine Mai umgebracht hatte, das kam ja erst im Jahr 2009 raus. Die ganzen anderen Morde und Vergewaltigungen und Delikte, die haben sie wohl nicht so gestört. Sei besser und such dir bessere Vorbilder. Such dir bessere Vorbilder. Während Richard auf seine Hinrichtung wartete, ging es ihm nicht so gut. Also er wurde ziemlich krank und er verstarb im Alter von 53 Jahren an einem B-Zell-Lymphom im Gefängnis, welches unbehandelt ziemlich schnell zum Tode führen kann. Er saß mehr als 23 Jahre im Todestrakt. Erinnert ihr euch noch an Whitney, die 16-Jährige, wo das Stromkabel oder das Telefonkabel Funken gesprüht hatte? Die ging zu der Ruhestandsfeier von einem Polizisten, der an diesem Fall maßgeblich beteiligt war. Dort lernte sie von diesem Polizisten den Sohn kennen. Sie tauschten die Nummern aus, verliebten sich und heirateten. Das fand ich ganz süß und das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen. In Los Angeles gibt es ein Museum, was vollgestopft ist mit Sachen von Mördern oder Serienmördern. Quasi das Todesmuseum. Dort sind auch viele Briefe von Richard ausgestellt. Briefe an Richard mit Fotos von seinen Fangirls. Fotos, die sie ihm ins Gefängnis geschickt haben. Alle posierten süß oder sexy oder ja, aufreizend für ihn. Und sie schrieben ihm in den Briefen, wie sehr sie ihn liebten. Einiges von dem, was diese Frauen bereit waren für Richard zu tun, ist sehr erschreckend. Aber über all die Jahre blieb er in Kontakt mit seinen Fans. Gut, so viel anderes hatte er ja jetzt auch nicht zu tun. Und er hatte auch einen Fanclub, also ein Fanclub, ja. Ja, für Serienmörder. Klar, warum nicht? Okay. Also, er hatte diesen Fanclub und dieser Fanclub schrieb ihm Briefe und stellte ihn da auch Fragen. Richard, was ist dein Lieblingsessen? Und Richard sagte, Frauenfüße. Okay, cool. Und verrat uns, was liebst du wirklich? Also, was liebst du am allermeisten auf dieser Welt? Und Richard sagte, Kokain. Okay, cool. Okay, was ist dein liebster Ausflugsort? Und Richard sagte, Uranus, your anus, also deine Hintertür. Ah, okay. Und wenn du mal an einer Frau interessiert bist, wie erweckst du ihre oder wie erregst du ihre Aufmerksamkeit? Und Richard sagte, ich hole meine Waffe raus. Und die sind Fans. Er war so der klassische Boogeyman.
Jemand, der in dein Haus einbricht oder in deine Wohnung, während du im Bett liegst und schläfst und viele der schlimmsten Albträume oder auch Ängste in die Realität umsetzte. Was seine Familie so sagte, also nach seinem Tod gaben sie ein Statement. Wir trauern um unseren Sohn und Bruder. Die Welt hat ihn beurteilt, ob fair oder nicht, spielt keine Rolle. Er steht jetzt vor dem wahren Richter, der alle Dinge sieht und weiß. Bitte respektieren Sie unsere Trauer. Und das war die Geschichte zum Richard Ramirez, dem Nightstalker. Was nehmen wir aus dieser Geschichte mit? Zuallererst, verschließt alle eure Fenster und eure Türen. Nehmt keine Drogen, sonst bekommt ihr solche Beißerchen, wie er sie hatte. Will das einer von euch? Nein? Dann nehmt keine Drogen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der mir mal wieder nicht so leicht fällt. Ja. Richards Kindheit stank. Er wanderte schon als kleiner Junge von einem schlechten Einfluss zum nächsten. Er hat wahrscheinlich nie gelernt, wie ein normales Leben funktioniert. Nie gelernt, dass man sich nicht einfach das nimmt, was man will. Er hat das alles mit so einer Selbstverständlichkeit getan, die ist so erschreckend. Er sagt selber über sich, ja, er ist böse, aber wir alle sind doch böse. Also, realitätsfremd passt hier wieder sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, man hätte ihn an keinem Punkt mehr umtherapieren können. Also das war einfach zu lange, zu viel, bis in seine Jugend. Ich glaube nicht, dass man da noch irgendwas hätte machen können. Wäre er jetzt nur in seinem gewalttätigen Elternhaus geblieben, hätte er sich wahrscheinlich nicht zu diesem Monster entwickelt. Diese Geschichten und Bilder von Miguel und dann noch die Spanne-Ausflüge mit seinem Schwager haben doch erst diese Gewalttätigkeiten und Perversitäten in ihm hervorgerufen. Und irgendwo auf diesem Weg dazwischen hat ihm dann wahrscheinlich auch noch irgendjemand ins Gehirn geschissen, sodass er dann auch noch total auf Satan abfuhr. Es ist nur meine Einschätzung. Ob es so war oder nicht, was ihn davon wirklich beeinflusst hat, was ihn geprägt hat, das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Lass mich gerne wissen, was du von diesem Fall hältst. Auch wenn du ihn wahrscheinlich schon ziemlich oft gesehen hast, aber ja, das ist der Look und ich fühle mich wie ein Clown. Och Gott, ich hätte mir vielleicht nicht heute die Haare tönen sollen, dann wäre es vielleicht nur halb so schlimm geworden. Aber ich finde das Blau mit dem Rosa-Pink schwierig. Ich habe versucht, mit den größten Wimpern irgendwie das Gröbste abzudecken. Ja, es ist nicht meins, es gefällt mir nicht und schon gar nicht mit den pinken Haaren. Das sieht einfach ein bisschen zu sehr aus. Ich weiß nicht so recht, wonach es zu viel aussieht, aber irgendwie sieht es zu viel aus. Ja, na gut. Ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich auf, triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Donnerstag wünsche ich dir was.